er hat noch Fische. Er hat noch... Halt's Maul. Was? Er hat ihn geholt! Stopp! Stopp! Reset! Wurstmetall! Wurstmetall! Oh mein Gott! Und damit würde ich sagen, meine lieben Freunde da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Livestream auf meinem Kanal. Und heute, ihr seht es ja schon, wir haben ein bisschen was aufgebaut. Die Viewing Party nimmt schon wieder ein neues Level an. Letzte Woche haben wir schon mal ein bisschen losgelegt. Letzte Woche saß ich hier alleine auf der Bühne, auf dieser riesengroßen, grandiosen Bühne. Ich freue mich ganz, ganz doll, heute zwei besondere Gäste euch announcen zu dürfen. Und Freunde, mein erster Gast und Mitkommentator und Freund ist hier mit auf der Bühne. Jeder kennt ihn wahrscheinlich da draußen als den größten Popler da draußen mit seinem Baller. Das ist nämlich Chef Strobel. Achso, ihr müsst klatschen. Ah, vielen Dank. Junge, was geht? Dafür ist aber ein ziemlich gut aussehender junger Mann mit hergekommen. Und das ist nämlich Vidil. Moin Vidil, warte, gib ihm mal einmal die Handkeule rüber. Hallo. Vidil, das erste Mal für dich auf so einer riesen Bühne, ne? Machen, haben wir Test. Das erste Mal hallo. Hier auf so einer großen Bühne. Ja. Für diejenigen, die dich da draußen nicht kennen sollten, ja. Stell dich doch einmal ganz kurz vor. Ich bin Alex, 16 Jahre alt, ich spiele Fortnite. Ja. Vidal, wie ist es für dich jetzt, ganz kurz, wie ist es für dich in so einer Booth komplett isoliert, aber du weißt, nebenan ist da eine riesen Bühne, Show, alles mögliche, da sind Leute, die sich um dich kümmern, Techniker, dein Bro ist mit am Start, alles. Nee, ich höre euch ja nicht. Ja, ein bisschen Mikro. Bisschen Mikro, man hört euch nicht, ja. Man hört uns nicht. Was würdest du davon halten, wenn ich einfach hier von der großen Bühne dieses Mikrofon nehme, kurz ins Studio A gehe und einfach mich hinter dich setze? Dann ist dein Stream gesperrt. Preisgeld. 300.000 für den ersten, 210.000 immer noch für den zweiten, 135.000 für den dritten, vierter nimmt 120 mit, fünfter mit 105, sechster Platz, 90.000 Dollar, das heißt 30.000 each für Top 6. Und 75.000 für den siebten. Top 8 nimmt dann 60.000 mit. Top 9 45.000 und Top 10 30.000. Also das sind auf jeden Fall sehr, sehr hohe Summen. Aber nichtsdestotrotz, Top 11 bis Top 15 nimmt auch noch 15.000 Dollar mit. Top 16 bis Top 20 9.000 Dollar. Top 21 bis Top 26 6.000 Dollar. Und dann auf den unteren Plätzen Top 27 bis Top 33 3.000 Dollar. Also trotzdem, jeder nimmt heute garantiert 1.000 Dollar mit. Ist extrem viel Geld. Haben aber auch lange dafür gezockt, ne? Durch super viele Stages durchgespielt. Also ist krass, ist krass. Guckt euch das an. Wir fangen an. Mr. Savage, Eyedrop, Tayson. Als nächstes Pink, Trulex und Stompy, die Legende. Die werden sich nämlich contesten, haben wir ja schon gehört, mit Benji Fishy, um den Rocket Launcher. Dann haben wir als nächstes Yannis zockt sein Team mit Hen und Chapix. Quisi natürlich, Paco und Rexo. Vedal, Noah und Reason. Dann haben wir Robnitch, Unizo und Lame, den drücke ich auch ganz doll die Daumen heute. Artox, Pizza und Ardit. Als nächstes haben wir Advice, Cubics, Arthur, Setti, Kami, Dapolo und Teak. Yannis, TilV1 und Grippy, Legends, Karma, Aware, Maxe, Michael, Verox, ZQ, Krr und Leo, Umplify, Matsui und Benji. Mungral hat es leider nicht reingeschafft, Freunde. Es ist, what it is. Er hat eine lange Zeit lang Call of Duty gespielt, hat seine Downphasen gehabt, alles Mögliche. Und dann qualifiziert er sich halt mal nicht, das ist so. Und natürlich dann als letztes Refsguard, Andretta und Scram. Über 50.000 Zuschauer da draußen. Das ist insane. Das ist fucking insane. Das ist nicht unser Zuschauerrekord. Nein, ist es nicht. Für diejenigen, die fragen. Aber es ist auf jeden Fall eines der Milestones, die wir jetzt knacken wollten für FNCS. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank für diesen unglaublichen Support. Wirklich. Und damit würde ich sagen, können wir gleich auch tatsächlich schon in die erste Runde starten. Mein Trio, Digga. Schon okay, wieder? Warte mal. Wir brauchen Ausrufezeichen Pferde. Das heißt, Mr. Savage ist bei Isa. Yannis ist bei Chef Popel. Shitney, wen hast du? Thomas. Du hast... Nur weil er hackt? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Was war das denn für ein Shit-On? What? Guck, was war das denn bitte? Digga. Was? Sich verarscht? Was? Digga, wir sind einmal ganz... Das große Charity-Event mit Marco Reus, Toni Kroos etc. Alter, guck mal, das ist Vidal! Wie konzentriert cool. Einfach. Hatte Noah vorhin zwei oder hat er? Noah hatte einen. Hat er ihn schon bekommen, ne? Er hat ihn bekommen. Okay, wir gehen in die allererste Late-Game-Rotation. Über uns seht ihr hier direkt die Rundenanzahl. Es gibt insgesamt 6 Runden heute, 6 Runden morgen um 19 Uhr. Wir gucken drauf und zwar das Trio, das deutschsprachige Trio. Reason, Noah und Vidal. Vidal zockt sogar von hier aus. Vidal aber auch schon Low HP. Die müssen jetzt hier rein rotieren. 39 Leute noch alive. Das ist gar nicht so stacked, wie wir gedacht haben.
und sie haben sogar die Moving Zone. Alter, Reason popelt gerade ein bisschen. Reason popelt gerade ein bisschen. Reason geht down. Ja, das war's. Janis hat einen Kill. Janis mit einem Kill. Pen. 33 immer noch. Immer noch 33. Oh, Chaparina Dreamfish bekommen. Chapix war schon dead, by the way. Oh mein Gott, warte mal. Bedeal? Bedeal? I dropped double kill. Stompy auf den Highground. Stompy Highground, Chat. Stompy Highground, sie haben schon 4 Kills. Er hat die Sniper in der Hand. Ich bin gerade so nervös, weil die einfach bei diesem ineinander spielen. Ich könnte wetten, die gewinnen das Ding. Vardial wird geholt. Thomas hat Vardial geholt. Oh, scheiße. Noah hat anders geholt. Vidal ist dead. Noah, wir müssen einmal kurz auf Noah, Regie. Regie, bitte einmal ganz schnell auf Noah. Noah, immer noch 22 Punkte. Oh, der wird gewonnen. Damit hab ich. Was? Oh no. Und auch noch von Hen. Das ist so unglaublich bitter. Janis, schöner Kill da. Oh mein Gott, 23 Punkte jetzt hier schon nach der ersten Runde. Er muss reinbouncen. Er ist schöner Bounce, schöner Bounce. Er ist mit dabei. 12 Leute nur noch am Leben. 5 Teams, Top 15, Top 30. Janis holt noch einen Kill. Junge, Top 3 ist so wichtig jetzt hier für Janis. Junge, oh, der schöner Highground Hit. Sie mit 7 Kills dabei, Bro. 7 Kills auf den Highground, das ist extrem krass. Das sind 3 gegen 2 gegen 2 gegen 2. Mach doch den, Janis. Hey, was machst du da? Der lässt den Edit offen. Oh, das war's nicht, Chat. Zu fressen. 8 Kills. Was? Warte mal, Trulex ist knock, damit eine 2 gegen 2? Das sind die beiden Polen hier im Lowground. Aber die sind beide 1 HP. Paco geht down. Ja, ja. Let's see, ja, stark gespielt. Stark gespielt. Sehr, sehr stark. Der Österreicher macht es hier klar. Insgesamt mit einer 10-Kill-Bomb. Und 10-Kill-Bomb. 50 Punkte hier. Das ist komplett crazy. Leute, lasst die GGs in den Chat für Stompy. Holy fucking shit. Also, für einen Punkt gibt's keine bessere Stelle. Ich wusste es tatsächlich. Wir gehen halt für Text, ne? Und dafür muss man sich ein bisschen aufhellen. Nur Reni ist down. Reason weak. Vardial weak. Oh, what? Oh Gott. Let's go! Ist nicht an der Wende. Es gibt einfach ich bin absolut low ground, Janis. Es ist so krank. Es ist komplett crazy. Es ist hier Aqua, würdest du sagen, absoluter Lowground ist auch worth it zu spielen? Oh, die holen den, oder? Nein, was? ein HP. Max, ein HP und von rechts wird auch nochmal geschossen. Hen is weak. Ey, ich gönn's Uwe so doll. Oh, schöner Kill von Janis. Aber hier, Janis so am Fragen. What the fuck? Ich gönn's Janis so sehr. Und beide dead. Oh, beide seine Teammates dead. Von wem? Janis solo jetzt. Thomas. Janis Thomas. Solo. Thomas ist komplett auch am Poppen. Darf Thomas, kannst vergessen. Du aufhören? Guck mal jetzt hier. Gambit Mawaka geht rein. Vor der Box jetzt hier von Benji Fischi. Sie haben auch keine Meds mehr. Sie brauchen den Refresh. Sie brauchen den Refresh unbedingt. Arthur, der Pole direkt unten. Immer noch 11 Leute. Ey, das sind alles Trios außer ein Duo. Das muss ich mir vorstellen. Wie gecallt, keine Meds wahrscheinlich. Deswegen muss der runtergehen. Aber die können es noch klatschen. Gambit Mawaka. Ich glaube, die werden jetzt hochgucken, oder nicht? Oh. Mr. Lucky unten. Und jetzt gehen sie runter. Nein. Jetzt spielen sie wahrscheinlich Ultimate Lowground. Ultimate Lowground. Hol es dir. Benji direkt in der Box. Benji mit dem Double Kill. Oh mein Gott. 8 Kills. Alter. Was macht der denn? Was macht der da? Stompy und Dings. Oh, schön. What? Und das war's. Nur noch Duo. 3 gegen 2. Benji gegen Stompy. Das war's. Das können die schaffen. Wie krank. Einmal bitte ganz kurz appreciaten. Stompy, Junge, erste Runde Erster, zweite Runde Erster oder Zweiter. Das ist komplett krank. Das ist zu krank. Die haben noch 6 Splasher, ne? Also könnten out of zone chillen. Die haben so viele Heals. Kann anders sein. Kritisch. Pink ist down, damit Stompy gegen ein 1 gegen 3. Stompy, komm, das geht nicht. Krank gespielt, Leute. Dicke, fette Claps in den Chat. Die Lowground Warrior anscheinend hier. Wie viel haben sie gemacht? 2? 11? 11 Kills! 11 Kills, Benji sogar mit 6. Aber Karma hat mindestens 9, also sein Team hat 9 Kills, weil er hat auch noch im Late Game welche geholt. Danach können wir auch mal in eine Vidal-Cam reingehen, Chat. Alles gut, ihr müsst auch nicht reinspammen, sonst werdet ihr getimeoutet für 2 Tage oder so. Oh, Adit? Ah, das ist auch so ein guter Spieler. Ja, nice. Erste Eliminierung. Was? Er ist komplett in der Box. Adit. Alter, wie stark. Guck mal. Was? Die haben sie alle drei ganz kurz. Digga. Oh, shit. Hey. Guck mal hier, Ekrim. Ein HP, genau. Der kann genau gar nichts machen. Und stark. Kriegen wir einmal die Cam von Vidal rein, bitte. Das ist jetzt natürlich verzögert, aber der hat bestimmt so ein breites Grinsen im Gesicht. Ein richtig breites Grinsen. Richtig. Und richtig. Ewer ist down. Oh, was? Peak. Mr. Savage. Stark. Aber iDrop ist 1 HP. Oh, Alter, schöne Hits jetzt hier. Stompy dead. Nein, Vardial auch dead. Was, Vardial dead? Stompy dead? Stompy und Vardial dead. Ey, warte mal. Stompy geholt.
Hen hat Zombie geholt, das heißt, der einzige Überlebende ist Trulex aus dem Trio. So, das heißt, Thomas HD hat High Ground for free. Das war's. Das Ding gewinnen sie hier. Sie haben schon drei Kills auf dem Hype, das war's. Also, das kann ich so callen, wie es ist. Umplify, Matsu is dead. Safe. Kennst du das? Ich weiß es nicht. Savage noch live. Janis wird geholt von Becky. Trulex dead. Janis nur den High Ground halten, Bro. Also, Outfit, es kann auch natürlich passieren, dass Kami der Pole das Ganze outhealt oder sowas. Teak, oh, never mind. Teak hier in der Zone. Aurelie? Nur Aurelie, Solo-Kill? Neuer Kill. Ja, wichtig. Thomas, neuer Kill. Kaisen noch ein Kill? Alter, Setti. Setti auch noch live. Guck dir das an. Er ist jetzt hier gepressured in der Box. Holt sich den Kill! Was? Ja, Tyson geht auch in die Runde. Können wir dann einmal ganz kurz rüber gucken? Wiesen wird geholt. Können wir da einmal kurz auf den Kill? Nur noch Noah live. Aber Noah kann wo ist Noah? Können wir einmal Noah sehen? Noah ist alleine. Tyson gerade gestorben. Oh mein Gott, der Laser. Was war das denn für ein Brett? Noah, als wäre das Noah Savage. Noah, Solo-Contester, Fightground, Aqua Classic. Na, schade. Top 7. Top 7 nimmt man mit. 46 Punkte, das ist nicht bad. Hen lebt noch. Ja, wo ich gerade sage. Der ist unten, ist im Wasser. Die gehen jetzt hinterher. Zwei Flopper, zwei. Thomas dead. Thomas ist knocked. Ja, wer hat sich Heiko geholt? Glorious, irgendwas. Moshi. Oh. Anders auch dead. Ganz Trio dead. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das war's. Das war das Trio, was er hat. 3 gegen 2. Guck mal hier. Oh mein Gott. Kiko, der Portugiese, Chat. Der Portugiese, der will's jetzt hier wissen. Die haben auch noch Flopper, Medkit, alles. Aber er wurde low geschossen, er muss in das Medkit droppen. Guck mal, der hat noch Kohl und der hat noch Flopper. Alter, die sind auch ist das dumm. Oh, what? Was war das denn? Der Double-Edit runter, zack, rein und das Ding ist durch. Das heißt, ich muss 10 Runden laufen. Und für jede Runde musst du 20 Sekunden brauchen. Schaffe ich eine Runde nicht in 20 Sekunden, muss ich nochmal eine extra Runde laufen in 20 Sekunden. Guck ich dir an. Oh Gott. Guck mal, wie schnell. Guck mal, der Kamera muss hinterher rennen, Digga. Er tut so auf lässig. Ich glaube, Amar macht das. Ich glaube, Amar macht das. Sterben. Ich fahre Montag wieder zum Verein. Also geht's wieder gut. Oh, war's gut? Ja, jetzt ist es vorbei. Das waren 5 Runden. Das waren 5 Runden. Alter, Jungs, oh mein Gott, Mr. Savage schon wieder dead. Ja. Ey, das ist die zweite Runde. Junge, es sind 56 Leute hier live. Sind die dumm? Ja. Es ist der Call der Calls. Kameramann, ich brauch dich. Du musst mit mir spielen. Oh mein Gott, mein Trio. Da, oh, was? Das kann's sein. Du musst richtig schön drauf sein. Der Punkt auf dem Kopf, Digga. Der Punkt ist auf dem Kopf, das ist mir scheißegal. Wir sind im Late Game. Wir sind in der 4. Runde, meine lieben Freunde da draußen. Meine Damen und Herren, 3 Kills High Ground. Reason, Vedal und Noah und wir gehen in den Rasenmäher. Abfahrt! Ich brauch die Musik. Lauter, ich brauch sie lauter. Ich hör nix. Oh, Valian hat 9 Kill. Guck mal, diese Glatze glänzt. Boah, die müssen jetzt auf Kills gehen, das ist so eine gute Runde. Ey, die halten einfach die ganze Zeit nur High Ground, das ist unglaublich. Es gibt, wie schon gesagt, alle High Ground Teams sind dead. Wir sollten eine Runde gewinnen, oder? Ja. Was sagst du, Aqua? Ja, das ist ein Free Win, oder? Das ist quasi hier Sing sein können. Alle Highgrounds sind dead. Chapix dead, Thomas dead, Dings dead. Ja, Stompy dead. Das ist so krank, es ist so krank. Wir geben auch die Metz dafür, die holen jetzt schön. Ist das Ding an? Das Ding muss an sein. Das allererste Mal nicht zu Hause. Wo seid ihr, Chat? Ihr müsst belieben! Adial 4 Kills, aber. Chef, ich seh dich da. Das ist krank. Ich seh dich da. Zumindest die Schultern. Gib mir die Schultern, Chef. Wie machst du das? Junge, die Schultern. Das ist eine fließende Bewegung. Wie macht ihr das? Was die Schultern halt, aber. Belief mit dem Chat, komm schon. Danke. Wie macht ihr das? Come on, Chef, come on. Wo sind die Schultern? Ich kann das nicht. Schultern? Schön! Schulter ist nicht das Wichtigste. Flüssig! Flüssige Bewegung hier! Machst du es rückwärts? Oh. Guck mal, rückwärts, vorwärts, alles! Da macht er den. Wo ist mein Team?
Junge, die sind immer noch alive. 6 Kills, 9 Kills. 9 Kills, Highground, Vidal, Noah und Reason. Es ist die Top 3 Situation. Maxe, Michael, Verox, Contesten, sie, Teak, Set, die sind auch noch alive. Blick, das war's. Das war's. Das war's. Es ist eine 3 gegen 3 gegen 1 Situation. Das war's. Also, Teak in der Zone. Er macht den Polen Classic, Jungs. Er macht den Polen Classic mit. Oh, das ist stark. 3 gegen 3. Das war's. Dings muss jetzt echt aufpassen. Noah und Vidal müssen so aufpassen jetzt, weil die sind ja zu dritt auf Lowground. Vidal wird gesplashed. Wichtig! Ja, das macht sich schon. What? Verox, der One Pop. War der all dead? 2 gegen 2, Freunde. 2 gegen 2 Situation. Aber Noah. Reason hat seine Heals geused. Die werden Highground getestet. Oh. Was? Er boxt Black Fish. Er hat die bessere Shotgun, das sollte er gewinnen. Er hat auch noch Splashies, Freunde. Ja, weil er muss ja usen. Nein, es darf nicht jetzt nicht laggen. Es darf jetzt nicht laggen. Was? Noah ist auch noch dead. 1 gegen 2 Situation. What? Oh mein Gott. Holy shit. 10 Meter. Reason muss das klatschen. Reason geht komplett klatsch. Freunde, Reason jetzt hier gegen Maxe. Maxe in der besseren Position hat mehr Heal dort. Reason baut Reason jetzt hier zu. Er muss sie von oben lasern. Und er hat das Softaim an. Kann er ihn hitten? Was? Er hat noch Fische. Er hat noch. Halt's Maul. Was? Er hat ihn geholt. 5 HP. Reason. Wo ist Vidal? Oh mein Gott. Ich meine, war obvious, ich hab den Rasenmäher gecallt, ne? Das Ding. Nice, let's go. Ey, die werden so poppen. Wenn sie das Ding gewinnen, sind sie bei 140 oder so. Sind die dumm? Hey, mach jetzt Chef Strobel-Rasenmäher? Ey, Strobel, du musst. Ich muss? Dafür musst du gebucht. Wenn du beliebst. Wenn du beliebst oder beliebst du nicht? Vier Kills. Fuck, Alter. Guck mal, die haben 1000. Guck mal den Chat an, guck mal, die wollen alle den Rasenmäher. Ja, ist das. Warte kurz. Schultern und dann den Move hier, ne? Okay, du musst auf den Beat. Da ist es. Da ist es. Komm, Zeit. Du musst ja wenigstens am Anfang helfen, okay? Ich helfe dir am Anfang. Okay. Auf den Beat. Du musst den Beat fühlen. Und jetzt gehst du gleich rein. Und dann machst du. Und los, Chef Strobel. Du musst belieben. Sheesh! Herr, komplett auf dem Beat sogar, Digga, let's go! Und die Schultern, Chef! So wie du Nina damals im Club klar gemacht hast! Irgendwie ist er komplett, ach Digga! Und weiter, Chef, und weiter! Immer noch auf den Highground, Freunde! Immer noch auf den Highground! 6. Kill jetzt schon! Du musst weiter belieben, Chef! Und jetzt Tranquilo. 6 Kills. Dein Team immer noch auf dem Highground. 105 Punkte. 7 Teams sind nur noch am Leben. Und sie haben sogar ohne Ende Mats. Und jetzt nochmal Abfahrt, Chef. Let's go. Komm, wir müssen das jetzt gewinnen. Sonst habe ich den Rasenmäher umsonst gemacht. Junge, immer noch auf dem Highground. Du musst weiter belieben. Du musst belieben. Gerade. Schau dir das Gameplay an, Bro. Komm schon, wackel mit den Schultern. Wackel mit den Schultern. Top 4 Situation. Bitte. Oh mein Gott. Das ist dein Late Game. Komm, kommentier das. So, jetzt Hen auf dem Highground. Ja. Jan ist jetzt 2 Kills, Hen 4 Kills, Chapix 2 Kills. Die müssen jetzt einfach nur nicht bitte reinpopeln. Boah. Der sucht hier den Opener. Guck dir das an. Oh mein Gott, Hen. Schöner Kill da. Das ist es, oder, Amar? Junge, das ist viel zu strong. Das ist komplett strong. Das ist komplett strong. Das war's. Das war's. So stark gespielt. Janis, 100? Ey, ich hab's gesagt. Das ist so geil. Ich hab's gesagt. 134 Punkte haben sie jetzt gerade. Wie viele Kills haben sie gemacht? 11 Kills. 11 Kills. Ey, Chef. Ey. Leute, lasst die GGs in den Chat. Mods einmal den Link von Chef Strobel. Der allererste Rasenmäher. Digga, von jemand anderes. Das ist... Nice. Jungs, war das so? Das war doch gut. Das war richtig gut. Okay. Digga. Ja. Ich weiß nicht, was vorne ist. Oh mein Gott. Oh, Blick des Hauses. Noah Reli down. What the fuck? Oh, Noah down. War die all down? Oh nein. Aber das sieht ein TikTok-Dance aus. Richtig? War die all tot. Das sieht gar nicht gut aus. What's wrong? Holy shit, Reason. Bitte einmal irgendwie am Leben bleiben. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, Chat. Ey, Reason, absolute Legende. Lass mal die GGs in den Chat, wir gehen rein. Stompy auf den Highground.
13. und 12. Platz Reason noch geworden. Ich glaube, Chef Strobel overall wahrscheinlich der Winner. Glaubst du? Ich glaube schon. Oh, so, nein. Pink geht down. What the fuck? Wer war das hier gerade? Das war Pizza! Pizza 4K-Chat! Trulex geht auch noch down! Und beide! Pizza mit dem Superklatsch! Und er ist alleine auf dem Highground. Er hätte Rocket Launcher ohne, ohne Munition. Stumpy auch dead. Junge, was ist das denn, bitteschön? Wie haben sie das bitte aufgegeben? Wie geht das überhaupt? Stompy, wie geht das? Oh, mein Kopf. Die hatten keine Mets. Pink hat das Hero. Aber ich gönne das Pizza und Atox. Ja, safe. Die müssen auf jeden Fall jetzt auch nochmal Punkte aufholen. Kami der Pole, ey, die haben wieder ein Slurpfisch. Die haben hier das beste Loadout, was man gerade haben kann. 118 Punkte. Er versucht jetzt hier die Gegner zu lasen. Geht nicht. Es geht gerade nicht. Da war ein Abfall. Da liegt der ganze Loot. Da war ein riesen Amazon. Kami! Doch, Digga. Wenn die Runde gewinnen, sind die Erste. Ja, wenn sie die Runde gewonnen, haben sie gewonnen. Genau. Das war's. Alter, die hat keiner als Pferd, ne? Die Polen haben noch Mets. Vor den Box jetzt ein Team. Joey geht es. Und jetzt wie geil. Müssen sie auf den Highground schauen. Ich glaube, das ist nur ein Duo auf Hyde. Ich glaube, das ist nur ein holen Duo. Das, die holen das. Der hat ja, noch einen Flopper. Die der hat noch einen Slurpfisch. Warte mal, ich glaube, das ist Atox nur auf den Hyde. Das sind aber noch drei Teams. Ja. Guck mal hier. Ja, das war's. Das ist 3 gegen 2, ja, das war's. 3 gegen 2. Ja, ja, das war's. Ich glaube, das ist Atox direkt über den. Digga, die kriegen sogar ersten machen. Platz jetzt. Ja, ja, das war's. Ey, das ist so krank, das ist so krank. Ich hätte vielleicht auf die Polen gehen müssen. Die Polen sind so strong in solchen Stacking Games. Okay, bis gleich, Reason. What? Was? What? 2 gegen 1 jetzt. Er holt den Finish und ist noch. Oh, kam wieder. Oh, ja, wie fucking strong, Mann. Ey, Bro! Drop da rein. Junge, wie viele Flopper der Junge hat. Und das war's. Pizza, diesen ersten Platz jetzt safe. Das ist so krank. 7 Kill Win. Starkes Spiel. Stark Kami gespielt. Der Pole. 147 Punkte, Freunde. Damit ein GG's. Scheiße, was? 200. Chat. 250 verschenkte Subs an Chef Strobel. Er hat strong gecastet. Er muss einen cringigen TikTok-Tanz machen. Aber das ist nicht. Ich muss das ja noch gleich ziehen. Oh. Ja, das wegen TikTok, da gönne ich ihm. Bevor wir dazu kommen, einmal was gerne eine kranke, kranke Leistung von Teague und seinem Trio. Also, what the fuck. Ah, guckt euch das an. Das konsistenteste Team wahrscheinlich, was es gibt. Aber zum Ende, ne? Man sieht am Anfang gepopelt und dann 9. 6 Kills, 3. 6 Kills, 2. 8 Kills und dann 1. mit 7. Jo, in so einer Lobby. Können wir auch einmal bitte noch mal ganz kurz einmal Jannis sein, die Placements sehen? 3., 6., 6., 18., 1., 15. Wenn die am Ende noch ein bisschen krasser gespielt hätten, ich glaube, die waren wahrscheinlich ein bisschen zu ängstlich, ja. Dann wäre es wahrscheinlich heute der Erste, aber trotzdem, nichtsdestotrotz. Morgen wird es dann alles entscheiden. Wir gucken jetzt hier auch nochmal die Runden von Noah an, Reason und Vidal. Reason, by the way, kommt jetzt gleich vorbei. Vidal ist ja schon hier und Noah puppelt in der Schweiz. Ganz entspannt. Grüße gehen raus auch an seinen Dad, Ehrenmann. Und auf den 6. Miro, Snasty und Swap. Ey, hatte keiner auf dem Zettel. Ich hab's vorhin noch gecallt, die könnten auch mit dabei sein. Da sind sie. Was ich ein bisschen schade finde, auf dem 8. nach so einer starken Leistung, Vollgas gegeben und dann am Ende, die hatten ja auch so oft Highground irgendwie, aber irgendwie, ich weiß nicht, ganz am Anfang so krass. 1., 2. und auf einmal, an was liegt sowas? Was denkst du? An was? Ich glaube, tatsächlich haben sie es einfach dann nur noch falsch ausgespielt. Mhm. Weil Wenn du so krass erste Runde performst, zweite Runde performst, du hast den Rocket Launcher, die haben danach irgendwann auch overaggressive gespielt im Midgame. Glaubst du? Die haben ja in der letzten Runde haben sie ein Team irgendwo in Misty gefightet mit Rocket Launcher und so. Ey, ich weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss. Du hast vorhin noch gesagt, die werden heute wahrscheinlich Erster oder Zweiter, weißt du noch? Ja. Nach dem, also gut, Erster und 10 Kills in der ersten Runde ist halt ein Statement. Und dann natürlich hier Andilex, sein Team auf der 9, Mr. Savage Team auf der 10, auch ziemlich krass. Der erste Tag sieht sehr gut aus. Rexo der Pole auf der 12, Gambit Mawaka, Freunde, auf der 13. Dann haben wir hier noch Pizza, Adit und Atox, haben nochmal in der letzten Runde schön gepop-offed, 2. Platz rausgeholt. Grrr, auf der 18, auch von dem noch ein bisschen mehr vielleicht. Atox der Pole mit Cubix und Advice, 21. Dann haben wir Boyer, in Anführungsstrichen das Rentner-Team. Ne? Dann haben wir Karma, Aware und Legends auf der 24. Pablo, Vingo auf der 27. Mayhem, ey, diesen ersten Platz in ihrer Heat geworden. Jetzt reinpopeln hier im Final. Despacitos, Kinzel, Wakey. Ich habe die extra nicht auf die Ones to Watch gepackt. Ich habe das so ein bisschen im Bauchgefühl gehabt, dass die heute nicht unbedingt so gut performt. Kann sein, dass sie morgen nochmal ein bisschen stärker wiederkommen, wenn sie das Ganze nochmal VOD-reviewed haben. Aber heute war es das nichts. Guckt euch das an. Nicht einmal ins Late-Game gekommen. Nicht ein einziges Mal.
Ich habe ja die letzte Challenge auch verloren. Pizza bestellen und folgende Worte sagen. Und zwar Fortnite, Waschmaschine, als aber auch Flugzeug. Das muss ich irgendwie mit einbinden in meinen Call jetzt gleich. Mit dem, mit dem Pizza bestellen. Ja, hallo. Wie unangenehm. Ich hätte gerne eine Pizza mit Mais, also Margarita mit Mais. Medium. Oh, Moment. Schatz! Ein Moment bitte. Schatz! Machst du einmal die Waschmaschine aus? Alter, das hört sich an wie im Flugzeug. Sorry. Sorry, hallo? Ja, was möchtest du? Margarita mit Mozzarella. Margarita mit Mozzarella noch einmal bitte. In Medium. Margarita mit Mozzarella und was war die andere Pizza? Das war eine Margarita mit Mais. Moment, ich frag mal kurz den Sohnemann. Reason, hör auf, Fortnite zu spielen. Komm mal einmal her. Ne Hotdog-Pizza in Medium, bitte. Hotdog mit in Medium. Ja. Okay. Junge, wie strong! What the fuck? Warum hast du meinen Namen angegeben? Was soll das denn? Ich hab einfach gesagt, ich bin Strobel. Und ich hab so Hunger. Wie war das für dich, von hier aus zu zocken? Von hier aus? Am Anfang war das wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig, ne? Ja, ich musste so ziemlich viele Sachen machen. Ja. Aber dann hat es halt funktioniert so. Ich wurde auch ein bisschen gestalkt von der Cam. Ja. So. Aber die war ja nicht dauerhaft auf dir drauf. Wir waren zweimal insgesamt, sind wir kurz rüber, wollten gucken, was machst du da Schönes. Ne? Ja. Würdest du morgen auch herkommen? Also danach ja. Ja. Sicher, ja. Ja, nicht davor. Du bist ja ein Heimscheißer, ne? Nein, das aber nicht. Ja, bin ich komplett. Scheiße. 5 Sekunden noch. Der Clip wird viral gehen. Gott. Und es ist schon auf Twitter. Es ist schon auf Twitter. Alter, darf ich es hochladen? Leute, wir sehen uns morgen. Und unbedingt die Jungs, alle drei Jungs, unbedingt ganz, ganz toll abchecken. Schön, dass sie hier mit am Start sind. Wir sehen uns morgen. Haut rein und tschüss.